Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge wollte ich mich eigentlich hier um die Schädelfelsen in der Brandung kümmern, aber es ging irgendwie nicht weiter. Merlin meinte nur, er müsste dann in seiner Bibliothek nachsehen. Und ja, das war's dann. Ich habe schon gedacht, dass das Ganze verbuggt ist, aber mir hat ein Zuschauer geschrieben, und zwar, dass ich diese gereinigten Säulen, also da, wo wir die Kugeln reingemacht haben, dass ich die alle entsprechend dieser Muster an den Strand platzieren soll. Also sprich, da, wo der Schädelfelsen ist, davor, wo diese Muster auf den Boden gekommen sind. Das werde ich auf jeden Fall jetzt mal probieren. Und ich bekam auch noch mal den Tipp, dass ich im Traumschloss auch nach den Aliens gucken soll. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich anfangs, glaube ich, mal gemacht. Und da ich da nie welche gefunden habe und auch bei den anderen Sachen nie welche gefunden habe, habe ich es dann irgendwann sein gelassen. Ich bin jetzt auch ganz doof. Wieso laufe ich hier eigentlich rum? Moment, anfragen? Möbel? Hä? Wieso steht der jetzt unter Anfragen Möbel, oder kommt das erst, wenn ich die versetzt habe oder so? Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Ah, jetzt muss ich allerdings erstmal schauen, wo die jetzt genau stehen. Ne, das war mit der rechten Maustaste drehen. Wenn ich denn hier noch irgendetwas sehen könnte, dann wäre das super. Das Ding hier haben wir das. Ne, ich wollte gerade sagen, das haben wir noch nicht weggestellt. So, das wird jetzt etwas mühselig. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus dafür. Das weiß ich nur absolut nicht. Welche Symbole das jetzt genau sind. Ich stelle jetzt mal einfach die Farbe erstmal so grob dahin. Und dann kontrolliere ich die gleich nochmal. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, hier vorne links ist auf jeden Fall noch eins. Das ist grün. Könnte dann vielleicht das hier sein? Ist jetzt schwer überhaupt jetzt nachzudenken, wo wir die jetzt eigentlich alle haben. Wir haben hier bei Simba. Hoppala, jetzt bin ich hier gerade völlig im falschen Bildschirm. So, jetzt aber. Wir haben hier bei Simba auf jeden Fall noch eins. Genau, das kann ich jetzt nur gerade irgendwie nicht hochheben. Wieso kann ich das nicht hochheben? Soll das jetzt schon wieder? Weil das mit Baum ist, oder wie? Hä? Okay. Das wird jetzt lustig werden. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so richtig ist. Oder ob sich da nur einer einen Scherz erlaubt hat. Das kann natürlich auch sein. Ich kann das ja gar nicht hinstellen. Oder vielleicht ist das ja auch was anderes hier. Ich bin mir nicht sicher. Boah, das ist so doof, wenn man den Platz da nicht hat und das da nicht mal eben kurz irgendwo abstellen kann, ne? Ich stelle das jetzt mal hier hin. Wir probieren es aber trotzdem mal. Ich meine, kann ja nicht schaden, es einfach mal zu probieren. Kann ich mir zwar irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass dieses Riesending da reinpasst. Vielleicht ist das auch gerade das Einzige, was nicht da rein soll. Mag sein. Hier oben hatten wir jetzt, glaube ich, keins. Ne? Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Hier müssten wir eigentlich eins gehabt haben, oder nicht? Ehrlich gesagt bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich habe auch so die Befürchtung, dass wir tatsächlich zu wenig von den Dingern haben. Hier oben ist zum Beispiel jetzt auch keins. Nee, das kann es doch eigentlich nicht sein. Ich wüsste nicht, wo ich da eventuell noch was haben könnte. Also hier steht, ich habe jetzt extra die Nachricht nochmal einzeln geöffnet. Du musst alle gereinigten Säulen, und das sind ja die, an den Strand, beziehungsweise wo du die letzte Kugel in der Säule am schillernden Strand platziert hast, platzieren in der richtigen Reihenfolge, beziehungsweise
Du musst dich an den richtigen Symbolen, Farben der Kugeln orientieren. Aber so viele haben wir doch gar nicht. Ach so, hier oben hätten wir, glaube ich, noch eine. Genau. Da hätten wir noch eine. Die ist jetzt wiederum auch kleiner. Da könnte ich das mir vielleicht noch vorstellen. Aber die eine, die ist so riesig mit dem Wasser auch drumherum und so. Das kann doch eigentlich nicht sein. Wobei ich jetzt nicht weiß. Man kann halt nicht wirklich sehen, was das jetzt genau ist, ne? Ich würde aber schon sagen, dass das dieses Symbol ist. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt da direkt draufstellen muss. Das kommt jetzt auch noch hinzu. Die sehen mir relativ gleich aus hier. Ach so, und ist ja noch ein Teil davon. Also, so zwei Öhrchen. Nee, ich würde tatsächlich sagen, dann habe ich das aber ziemlich gut hier hingestellt. Das schmeißen wir erstmal so ein bisschen zur Seite hier. Das heißt, das in der Mitte müsste theoretisch. Nee, das ist nicht das da hinten. Das in der Mitte bleibt dann gleich, oder wie? Was ist denn jetzt los? So weit wollte ich nicht runter. Das ist dann so ein. Das könnte das sein, ja. Ich hoffe, das muss jetzt nicht irgendwie richtig rumgedreht sein oder so. Das ist das. Ach so, das ist das Grüne hier oben. Dann könnte das eventuell. Ach, den können wir wegstellen. Ja, dann stellen wir den nochmal eben zur Seite hier. Dann stelle ich dieses riesige Teil, was ich die ganze Zeit nicht aufnehmen kann, warum auch immer. Stelle ich mal kurz hier hin, nur um zu gucken. Ich sehe es jetzt nicht so ganz, das Symbol, aber ich denke mal, dass das tatsächlich dieses Symbol hier sein wird. Aber dann fehlen uns immer noch zwei Symbole. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Wir hatten doch nicht mehr, soweit ich mich. Ach, Moment. Ah, doch. Ja, das war ja unser allererstes hier, genau. Ich stelle das mal eben so, dass ich mal gucken kann. Jetzt willst du mich aber veräppeln hier. Das sieht ziemlich zusammen aus. Das sieht eher aus wie das. Ja, doch, das könnte vielleicht das sein. Bin mir nicht so sicher. Gegenstand drehen. Genau, mit der Taste war das. Ist das jetzt noch da drauf? Es ist auf jeden Fall noch da drauf. Ich bin echt mal gespannt, ob das jetzt so funktioniert. Allerdings muss ich dann noch herausfinden, wo das letzte tatsächlich war. Das hier vorne hatten wir doch mitgenommen, ne? Ja, das hier vorne haben wir mitgenommen. Gab es denn hier noch irgendwo ein anderes? Das hier hinten hatten wir vorhin mitgenommen. Also das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre jetzt im Eis. Weil hier, die haben wir ja alle mitgenommen. Dass ich da doch noch irgendwas übersehen habe. Das hier vom Wald, das haben wir auch mitgenommen. Ich sehe hier gar nichts, wenn ich hier so blöd drin bin. Aber wir haben hier doch eins gehabt. Da bin ich mir recht sicher. Wieso finde ich das denn nicht? Ach, da hinten. Ah, okay, da hinten. Ich weiß nicht, warum ich da oben jetzt nicht weitermachen kann. Also nicht weiter scrollen kann, aber da ist auf jeden Fall eins. Haha. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Rechte Maustaste und relativ mittig drauf. So. So, tut sich aber nichts, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die sind schön am Leuchten, das ja. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die Frage ist natürlich, habe ich das richtig und muss das hier eventuell
etwas anders drauf. Das kann natürlich auch sein, weil das halt dieses Wasser ist. Da kann man immer noch nichts machen. Schädelfelsen in der Brandung. Wo ist denn das Symbol hier überhaupt da? Ach, das kann ich wieder nicht wegen diesen. Oh, das ist so ätzend, dass man diese blöden Teile hier. Ach, dass die immer genau da liegen müssen, wo man was draufstellen will. So, das kann wie gesagt jetzt sein, weil das nicht so richtig da drauf stand und steht, Fragezeichen. Tut sich nichts. Kann natürlich sein, dass die jetzt nicht richtig rumstehen. Ich muss hier mal ein bisschen den Weg frei machen, damit ich überhaupt irgendwas machen kann. Das ist. Moment. Aber ich denke, der steht vielleicht nicht so richtig drauf. Kann das sein? Obwohl. Eigentlich sehen die alle aus, als ob die richtig draufstehen. Du wirst auch mal eben weggeräumt. Ich räume den ganzen Kram hier generell mal eben weg. So. Jetzt habe ich auch noch was im Auge. Jetzt kann ich generell nichts mehr sehen. So. Das ist natürlich die beste Voraussetzung jetzt. Der könnte eventuell nicht so richtig draufstehen. Ja, und bei dem hier bin ich mir halt auch nicht so sicher. Vielleicht so. Passiert immer noch nichts. Muss ich hier irgendwas machen? Wir machen das mal eben so, dass wir die mal kurz wegtun. Weil ehrlich gesagt, nee, falsch rum. Ehrlich gesagt geht mir das auf den Sack, dass die hier die ganze Zeit so im Weg hängen. Also, ich glaube, ich werde jetzt die ganze Folge daran verbringen, damit verbringen, zu gucken, ob das jetzt überhaupt die Symbole sind und ob da irgendetwas bei sich tut. Bei sich tut. Geiles Deutsch, ne? Aber das könnte. Nee, das ist wie so ein Z, sieht das aus. Aber das sieht nicht so richtig wie ein Z aus. Das sieht aber auch nicht so richtig. Die sehen alle nicht so richtig wie ein Z aus. Dem jetzt nicht unbedingt ähnlich. Das ist eher wie so ein V und so ein Bogen durch. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht mit. V und ein Bogen, Moment. Das würde dem dann eher ähneln. Wohl. Nee, aber das ist doch. Das ist doch eindeutig das Symbol hier. Jetzt kann man das wieder nicht richtig nehmen. Oh, ich hasse dieses Baumding. Moment, die beiden sind, glaube ich, verdreht. Kann das sein? So. Wo ist das hier so mittig? Ja, ich kann es jetzt nicht anders hinstellen. Was war das? Jetzt wollte ich nur kurz einen Schluck trinken. Was war das? Was war das? Also ich bedanke mich schon mal im Voraus. Es tut sich. Es hat sich was getan, aber es tut sich nichts. Ich bedanke mich schon mal im Voraus auf den Tipp, ganz ehrlich. Ich glaube, ich wäre da wahrscheinlich nie drauf gekommen. Die Frage ist jetzt, ja, sprich mit Merlin steht wieder drin. Wobei das ja vorher auch drin stand und dann irgendwie nicht mal funktioniert hat. Merlin, du hast einen Haken dran. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Jetzt bleibt nur noch die Frage zu klären, kann er mir helfen, mit Hier dem, was bin gerade ich. passiert Wir ist? müssen reden. Stimmt etwas nicht, Gameplayerin? Gerade ist etwas Seltsames passiert. Ich habe alle Säulen aus dem Tal in der Nähe des Schädelfelsens aufgestellt und er begann zu wackeln. Sind die Säulen und dieser Ort irgendwie miteinander verbunden? Oh je, das ist merkwürdig. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das bedeuten könnte.
Dem muss ich sofort nachgehen. Die Bibliothek muss durchforstet, meine bisherigen Recherchen überprüft werden. Das hat er schon mal gesagt und danach kann der nichts mehr machen. Ja, ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas erfahre. Ha, großartig! Nein, du sollst mir sofort sagen, was hier Sache ist. Mann, er ist jetzt auch gar nicht mehr drin. Na toll. Und da das jetzt alles so lange gedauert hat, bin ich ganz ehrlich, würde ich jetzt auch ungern eine neue Quest in dem Sinne anfangen. Entsprechend schauen wir hier nochmal, ob wir nicht noch ein paar Aliens finden können. Ich bin gerade am Überlegen, wo habe ich die denn letztes Mal... Ach so, genau, das war im Café, ne? Im Café hatten wir die gefunden. Ich gucke hier nochmal kurz rein. Dann gehe ich mal kurz ins Café und dann gehe ich mit euch zusammen noch mal ganz kurz ins Schloss rein. Ob da eventuell dann doch noch welche drin sind. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt hier überhaupt gemacht wird. Ob die dann oft an den gleichen Orten liegen oder ob die jetzt so lange im Schloss liegen, bis ich die da gefunden habe und dann erst woanders kommen oder ob ich jetzt eventuell doch noch warten muss. 2 Tage oder wie auch immer. Bis dann wieder ein neues spawnen. Das weiß ich halt alles nicht. Ne? Das sind so Sachen, das sind diese technischen Details, die leider nicht verraten werden. Ich denke mal, jeder hat da wirklich Interesse dran. Aber ich denke mal, im dunklen Schloss hat er jetzt nicht gemeint, oder? Ich denke mal, wenn, dann meinte er wohl, dass die... Wir haben noch einen gefunden. Hallo, Quietschi. Ich schätze mal, dass wir... Ich wollte gerade sagen, kamen wir hier nicht eigentlich durch. Ich schätze mal, dass das wohl der letzte ist, den wir jetzt finden konnten. Und, ja, überhaupt nicht durchlaufen. Kein Thema. Und dass wir wahrscheinlich immer 5 finden sollten. Nein, da ist noch einer. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Da sind noch 2 im Schloss. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Da hinten komme ich jetzt wieder nicht rum. Beziehungsweise immer noch nicht. Da auch immer noch nicht. Noch ein Quietschi. Und wir haben sogar 3 noch gefunden. Hammer. Kann natürlich sein, dass das jetzt doch neue sind. Hier sind aber immer noch keine 9. Wir müssten doch eigentlich jetzt hier die eine von Ralf Reichts noch kriegen. Oder ist die eventuell oben? Nee, ne? Aber ein Quietschi ist oben. Ich nenne jetzt nur noch Quietschi, diese blöden Aliens. Ah, Gott. Also, ich sag jetzt schon mal vielen, 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 vielen Dank für den Tipp. Es hat mich wirklich sehr viele Nerven gekostet mit den Aliens. Und wenn wir jetzt schon mal fast die Hälfte haben, das ist natürlich grandios. Aber es verwirrt, also nicht das, aber es verwirrt mich tatsächlich, dass wir hier immer noch keine Tür haben. Von der einen. Wie kriegen wir die denn jetzt hier rein? Oder müssen wir dafür dann erstmal die anderen Quests beendet haben? Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also vielleicht wisst ihr es, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ich denn die Kleine hier von Ralf Reichts holen kann. Weil so wie ich das verstanden habe, soll die ja schon da sein. Also man soll sie ja schon spielen können. Oh ja, mein Auge fällt jetzt natürlich wieder auf Dagobert bzw. auf seinen Klamottenladen. Ja komm, ich nehme euch nochmal kurz mit da rein. Ich würde zwar schon gerne die Folge jetzt beenden. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie das gewesen ist. Ne? Also hier war jetzt kein Punkt. Ich meine auch, ich hätte das schon mal geholt, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Was ist das denn hier? Hallo. Von Ralf Reicht. Das habe ich aber definitiv noch nicht geholt. Und da war jetzt kein Punkt drin. Auf Wiedersehen und bis bald. Ich meine, ich kann mich natürlich auch täuschen. Ne? Hier ist ein Punkt drin. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das schon mal geholt habe. Ich denke, dass ich es schon mal geholt habe. Und wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob ich das jetzt richtig im Kopf habe, aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann hatten wir ja gesagt, hier steht es ja noch, kein roter Punkt, wenn die Sachen bereits gekauft wurden. Hm.
Also das war die erste Aussage. Wenn die zweite natürlich gleich ist, habe ich jetzt ein Problem, weil dann ist es doch anders, als ich gedacht habe. Hallo! Das würde aber dann heißen, dass ich den Cowboy-Hut hier noch nicht gekauft habe. Ich bin mir jetzt, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich bin jetzt sowas von unsicher bei der ganzen Sache. Was ist denn das jetzt? Hallo! Hier? Andere? Habe ich aber. Nee, sagt mir gar nichts. Da war jetzt ein roter Punkt drin, meine ich. Aber das sagt mir jetzt gar nichts, dass ich das jemals mal geholt hätte. Hier ist auch ein roter Punkt. Das könnte ich schon eher geholt haben. Und die hole ich sowieso immer. Wobei, hier war jetzt kein roter Punkt. Lilo und Stitch mit so einem so Rot-Orange. So, Moment. Ach so, kann ich hier drin nicht machen. Mist. Lilo und Stitch mit so einem Rot-Orange. Ich gehe jetzt mal kurz raus. So. Ich will das jetzt wissen. Die Frage ist jetzt, worunter fällt das jetzt? Dekor jetzt wahrscheinlich nicht. Wir müssen anscheinend... dann nochmal unter alles gucken. Das hier war es nicht. Das war so ein rötlich-orange. Ja. Wenn ich das jetzt finden würde. Ich habe hier Sachen drin, die ich ganz toll finde, wo ich aber gar nicht mal wusste, dass ich die überhaupt habe. Also es kann natürlich trotzdem sein. Oh, das Zauberregal, das Bücherregal des Zauberers, das sieht richtig gut aus. Stimmt, und hier die Sachen aus dem Stream, die habe ich noch gar nicht gemacht. Ich würde auch gerne endlich mal wieder selber streamen. Hier, das Teil haben wir heute das erste Mal geholt. Und die Dinge hatten wir das erste Mal geholt. Und das hier. Das heißt... Ihr habt jetzt den Beweis und ich werde das nochmal kontrollieren mit der Aussage. Ihr habt jetzt den Beweis, da ich das erste Mal gekauft habe, dass das, was auch immer dran war, ich meine, dass da ein Punkt dran gewesen ist. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht mal hundertprozentig. Spult gern nochmal zurück und guckt nach. Aber ich meine, dass bei den dreien auf jeden Fall ein Punkt dran gewesen ist. Und bei den Energy-Dosen in der letzten Folge auch. Und die habe ich alle jetzt das erste Mal geholt. Das heißt, dass ich jetzt dieses eine, was ich eigentlich gesucht hatte, nicht mehr finde. Keine Ahnung. Wo das jetzt ist. Aber auf jeden Fall haben wir hier schon mal den Beweis, weil da weiß ich hundertprozentig, dass ich das eben erst geholt habe. Ich bin so ein bisschen, ja, durch den Wind ist das falsche Wort, aber ich habe heute Abend einen ziemlichen Migräneanfall. Man hört es mir nicht direkt an, aber bei allem, wenn ich lache, wenn ich lauter rede, auch wenn ich das beides gerne tue und oft tue, das dröhnt unheimlich in meinem Kopf. Und mein Kopf ist gerade ziemlich vereist, weil ich hier, Akku-Pads, also diese Kühlpads am Kopf habe. Und ja, deswegen mit der Konzentration ist es heute jetzt nicht so hundertprozentig. Aber da weiß ich, also das jetzt nicht heute, aber die drei hier, die habe ich auf jeden Fall eben geholt und ich meine, da wäre ein Punkt dran gewesen. Wenn ich dran denke, schreibe ich das unten nochmal drunter. Nach dem Motto Punkt gleich, schon gekauft, noch nicht gekauft oder sowas. Ja. Das wollte ich jetzt nur zu meiner und eurer Faszinierung mal eben geklärt haben. So, nichtsdestotrotz, ich laufe noch mal ein bisschen rum, ob wir nicht noch irgendwo anders eventuell noch Aliens finden können. Und entweder schneide ich mich jetzt direkt hinten noch mal dran oder ich schneide mich noch mal hinten dran, also ich schneide mich so oder so hinten dran, indem ich euch zeige, wo ich noch mal einen gefunden habe. So. Wo fange ich denn am besten an? Moment. Ja, ihr Lieben, wie ihr gerade, denke ich mal, gesehen habt, je nachdem, wie ich das jetzt zusammengeschnitten habe, einige Leute sind leider am Schlafen gewesen. Christoph ist am Schlafen. Hier, wie heißt der nochmal? Mirabelle, glaube ich, ist am Schlafen. Stitch ist am Schlafen. Vajana ist am Schlafen. Miki mittlerweile auch, aber da sind wir ja schon vorher gewesen. Ja, alle anderen habe ich durchforstet, aber leider nichts mehr gefunden. Es wurde ja noch geschrieben, dass man so in 2 Tagen nochmal nachschauen sollte. Also anscheinend kann man da tatsächlich auch nicht jeden Tag
Rumlaufen und was finden. 2 Tage trifft sich ganz gut, weil ich dann nämlich die nächste Folge hochladen muss. Das heißt, ich werde ja entweder morgen, wenn es nicht anders geht, wegen dem Hochladen oder halt übermorgen es dann nochmal probieren, nochmal hier eine Runde drehen und das dann dementsprechend im Nachhinein auch zusammenschneiden. Also wenn dann die Folge nicht zu lange ist, ansonsten muss ich das an der Folge danach dranhängen quasi. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Tipps, die ich bekommen habe. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.